Wo immer man auch hinschaut dieser Tage, ins Internet, ins Fernsehen, überall Bilder von extrem gut angezogenen Männern. Die Golden Globes, die Oscars und natürlich die Berlinale. Es ist die Saison des roten Teppichs. Und wie immer gibt's Gewinner. Und es gibt Verlierer. Aber was können wir aus diesem ganzen Zirkus lernen? Die ganze Welt ist eine Bühne, hat Shakespeare angeblich gesagt. Und da ist was dran. Das zum Beispiel ist meine. Ihre Bühne sieht vielleicht so aus. Oder so. Oder vielleicht so. Egal, wie man das findet, man wird immer danach beurteilt, was für ein Bild man nach außen hin abgibt. Und deshalb ist es natürlich wichtig, was man anzieht. Aber genauso wie es nicht ausreicht, sich einfach eine Krone aufzusetzen, um einen überzeugenden King Lear zu spielen, garantiert ein gescheiter Anzug allein natürlich noch keinen Erfolg im Beruf. Aber ohne einen gelungenen Auftritt kauft Ihnen die Rolle auch keiner ab. Aber der Anzug darf nie ein Kostüm sein. Man muss sich darin wohlfühlen, so wie ein Schauspieler sich in seiner Rolle wohlfühlen muss, um auf der Leinwand zu überzeugen. Und die Rolle ändert sich ja täglich. Am Montag geht's vielleicht voller Elan in die Woche, voller Kampfgeist. Und am Donnerstag will man vielleicht nicht auffallen, in Deckung bleiben. Ein guter Anzug kann bei beidem helfen. Er kann Rüstung sein oder Tarnung, was auch immer die Rolle erfordert. Also, horchen Sie mal tief in sich rein. Tragen Sie Ihren Anzug nicht wie ein Kostüm. Machen Sie ihn bewusst und mit Umsicht zur Außenseite Ihrer Persönlichkeit. Wow!